What's poppin? People. Z. Peoples. Mit Z oder mit S? Mit Z. Mit Z? Mit einem Z oder mit mehreren? Ein kleines, ein großes, ein wieder ein kleines. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem hoffentlich neuen Format. Vielleicht kennt ihr das, ihr seid in einer Beziehung und ihr beobachtet einfach, dass der andere immer wieder an denselben Punkt kommt, immer wieder dasselbe Problem hat. Und immer wieder den gleichen Fehler macht. Und ihr wisst, habt irgendwie das Gefühl, ich habe die Lösung für diese Person. Diese Person muss einfach nur dieses Buch lesen oder jeden Tag diese Sache für 5 Minuten machen, auf jeden Fall. Ist es so, dass wir uns dann privat vorgenommen haben, wir könnten uns gegenseitig was Gutes tun. Wir geben uns kleine Challenges jeweils für den anderen. Das haben wir dann gemacht. Wir haben uns gegenseitig eine Aufgabe gegeben und wir haben es einfach unter den Teppich gekehrt. Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was? Lass uns ein YouTube-Format draus machen. Damit wir es auch nicht wieder vergessen. Hauptsächlich soll es darum gehen, dem anderen eine Aufgabe zu geben, von der man denkt, dass er Spaß daran haben könnte oder dass sie ihm gut tun könnte oder dass er etwas daraus lernen könnte. Und dann hatten wir zusätzlich die Idee, dass wir ein interaktives Format daraus machen könnten. Das bedeutet, dass wir immer eine Woche, also an dem Tag, wo wir die Challenge anfangen und uns gegenseitig die Aufgaben geben, diese Aufgaben auf Instagram veröffentlichen. Also am Anfang der Woche gibt man dem anderen eine Aufgabe und er muss es dann eine Woche lang jeden Tag machen. Und dann schaut man am Ende der Woche, wie war das denn so, als ich dann doch mal auf den anderen gehört habe. Und jeder von euch kann sich aussuchen, ob er zum Beispiel jetzt im Team Kevin mitmacht, weil er die Aufgabe spannend findet, die ich ihm gebe, oder ob ihr im Team Jaco mitmacht, weil ihr die Aufgabe cool findet, die er, oder denkt, dass ihr die braucht, die er mir aufgibt. Round 1. So Kevin, welche Aufgabe hast du für die nächsten 7 Tage für mich? Ja, Jacqueline, deine Aufgabe für die nächsten 7 Tage ist nach draußen gehen für 30 Minuten und spazieren gehen. Ne? Bewusst spazieren gehen, wie die Buddhisten das auch machen. Ohne Handy, ohne Musik, ohne alles. Sachen angucken. Musst auch nicht mal gucken. Du darfst gerne in deinem Kopf verschwinden, wenn es dir danach ist. Meine Aufgabe für dich ist es, eine Woche lang jeden Tag eine halbe Stunde lang zu meditieren. Und dabei darfst du nicht gehen, sondern du musst sitzen und du musst die Augen zu haben. Also müssen zu. Ja, man kann auch mit Augen auf meditieren. Nee, ja, ich weiß das wohl. Ich hab das alles schon gehört, dass wahre Buddhisten mit offenen Augen meditieren. Das ist mir egal. Ja, Kevin denkt halt, dass ich zu wenig draußen bin. Ich bin ein Drinni. Also wir sind alle Drinnis irgendwie. So, wir teilen immer so in Drinnis und Draußis. Und es war sehr hart für uns, da mitten im Feld zu stehen irgendwie, weil das normalerweise nur Draußis machen. Ich gebe Jaco diese Aufgabe, weil Jaco am Ende eines Arbeitstages im Feierabend ein bisschen Probleme hat, das Handy beiseite zu legen und weil sie ein bisschen Probleme hat, den Stress runterzufahren nach der Arbeit. Und ich gebe die Aufgabe auch, weil sie so gut wie bisher jedes Mal, nachdem wir beide spazieren waren, nach einer Situation, wo sie sehr aufgebracht war und wir dann nach draußen gegangen sind, um spazieren zu gehen, hat sie danach mal gesagt, wie sehr ihr das dann doch gut getan hat, draußen gewesen zu sein und einmal den Kopf frei zu kriegen. Ich bin einfach der Meinung, dass man im hohen Stresslevel hat und einen Stresspegel hat, sich aus der Situation entfernen muss oder also auch aus der Räumlichkeit, um diesen Stress vernünftig erst abbauen zu können. Als wir in Indien waren, wir auch in einem Ashram und dort war es dann halt Pflicht, mitzumeditieren. Und nachdem wir dann aus Indien wiedergekommen sind direkt, war das auch ein regelmäßiger Bestandteil meines Lebens tatsächlich. Also erstmal war ich richtig doll fröhlich, also glücklich danach. Es ist einfach so, dass Kevin damals im Umfang unserer Indienreise sehr, sehr viel meditiert hat. Und ich habe gemerkt, dass ihm das richtig gut getan hat. Kevin ist, seit er einen Führerschein hat, sehr, sehr aufbrausend, habe ich das Gefühl. Da wird eine Menge Wut kompensiert. Und ich denke, wir müssen da auch ein bisschen Ruhe in Kevin reinkriegen. Wir haben im letzten Jahr ein sehr, sehr emotional schwieriges Jahr gehabt, wo auch sehr viel Wut aufgekommen ist. Und ich denke, für auch die Einordnung und von Gefühlen und fürs Runterfahren auch so ein bisschen Ruhe in den Körper bringen, würde ihm das ganz gut tun. Mach's natürlich selber nicht. Aber ich soll ja auch nur drüber nachdenken, was für Kevin gut ist, nicht was für mich gut ist. Ich habe hier nicht die Verantwortung für meine eigenen Gefühle in diesem Format.
So, ich habe jetzt gerade den ersten Tag meditiert. Was soll ich sagen? Bin eingeschlafen. Ich habe eigentlich die 30 Minuten geschlafen. Bin inzwischen auch wieder ein bisschen wach geworden, aber ich bin immer wieder eingedöst. Also prinzipiell habe ich nicht meditiert, ich habe geschlafen, Mittagsschlaf gemacht. Aber das muss ja keiner wissen, ne? Da stehe ich heute Morgen auf und denke, geil, ich bringe erstmal einen schönen Spaziergang in der Sonne hinter mich. So Leute, ich beginne jetzt meinen ersten Spaziergang und ich habe das Handy mit rausgenommen, damit ich es dokumentieren kann, werde es jetzt aber gleich auf Flugmodus stellen und wegstecken und nicht mehr rausholen. Genau, ja, es hat aufgehört zu regnen. Tag 2 ist abgeschlossen. Ich habe gerade fertig meditiert. War scheiße. Die Gedanken waren sehr laut in meinem Kopf. Ich bin nicht zur Ruhe gekommen und nach ungefähr 15 Minuten hatte ich auch mega Hummel im Arsch und hatte keine Lust mehr, wollte aufstehen. Es war unbequem. Mir tat der Arsch weh, mir ist das Bein eingeschlafen. Aber ich habe durchgehalten und zwischendurch hatte ich auch Momente, in denen war es so, wie es sein sollte, aber das war dann so eine halbe Minute und dann war ich wieder so, ist das endlich vorbei? Kann das mal jemand machen, dass das aufhört endlich? Kurzer Nachtrag. Auch wenn ich die Aktivität, also das Meditieren an sich, scheiße fand, merke ich jetzt gerade im Gespräch mit, also ich unterhalte mich gerade mit Jaco über was anderes, jetzt gerade so beim Sitzen merke ich, dass es mir doch ziemlich gut getan hat. Ich bin ziemlich entspannt und ruhig. Also auf so eine andere Art und Weise, als man es halt abends vorm Schlafengehen ist, sondern so richtig innen drin in meinem Kopf entspannt. Was? Ist Meditieren etwa gesünder als Netflix? So, ich war jetzt eine halbe Stunde spazieren. Das klingt so verrückt, ne? Eine kleine Review dazu, dass ich das Normalste auf der Welt gemacht habe. Ja, es war nicht so angenehm, muss ich sagen. Kevin hat mir diese Aufgabe ja schon mal gegeben. Vor 2-3 Wochen bin ich morgens mal eine halbe Stunde spazieren gegangen und es war das Geilste auf der Welt, so nach dem Aufstehen. Bin ich so durch die Straßen gezogen, hab so in die Wohnungen reingeguckt und es war so richtig interessant und entspannt. Und heute war das aber anders, weil ich hatte einen super stressigen Tag. Es war ganz, ganz laut in meinem Kopf und Herz-Kreislauf war so ganz unangenehm. Und ich bin dann quasi von diesem 100% Stress eben in diese 0% Stress, ganz leise. Also ich war draußen und alles war so leise und mein Kopf war so laut. Man geht ja auch nicht nach dem Joggen oder Sprinten, legt man sich ja auch nicht auf den Boden. Das geht man ja aus. Da merkt man schon, wenn man so auf diese 0% Belastung runterfährt und man hatte so einen richtig stressigen Tag, da merkt man dann schon so wirklich, boah krass, in was für einem Zustand mein Körper ist und mein Geist. Das ist ja furchtbar, wie laut das ist. Auch eine gute Erkenntnis. Aber auf Basis dieser Informationen würde ich es jetzt mal, um mir das Erlebnis schöner zu machen, die nächsten Tage eventuell morgens machen. So, Tag Nummer 3. Heute ist es mir wesentlich leichter gefallen. Also die letzten 5 Minuten war es dann doch ziemlich laut in meinem Kopf. Aber ansonsten ging es eigentlich ziemlich gut. Dieses, was man halt so kennt, zickt und juckt überall, weil man eigentlich gar nicht rumsitzen will. Das war alles nicht da. Ich hatte keine Probleme, hier jetzt 30 Minuten still zu sitzen in Ruhe. Wesentlich, wesentlich, wesentlich angenehmer als gestern. Wisst ihr noch, als ich gestern gesagt habe, ich will früh morgens spazieren gehen? Kleiner Hint, es ist nicht morgens. Es ist nicht vor Sonnenuntergang. Nein, es ist nach Sonnenuntergang. Mann! Morgen ändere ich das. Wie kann es sein, dass ich für jeden Scheiß Zeit finde, aber nicht für jeden und alles Zeit finde, aber nicht für mich? Kann nicht sein. Und jetzt stecke ich das Handy weg und ab morgen werde ich nicht mehr dokumentieren, wenn ich losgehe, sondern nur noch, wenn ich zurückkomme, weil ich weiß, dass es leichter für mich ist, entspannt spazieren zu gehen, wenn mein Handy nicht in der Tasche ist. Wobei das Handy geil ist, um sich einen Timer zu stellen, das muss ich dazu sagen. Bin wieder da
Und es war ganz schön, muss ich sagen, ja. Ich hatte auch vor dem Spaziergang eine kleine Coaching-Session mit meiner Freundin Anne, wo es sowieso darum geht, dass ich mehr für mich machen möchte. Und deswegen hat das ganz gut gepasst, weil ich schon in guter Spaziergelaune war. Ja, es war auch ehrlich gesagt cool, dass es dunkel war und dass es geregnet hat. Es war irgendwie so, alles war so still. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einfach im Regen spazieren gegangen bin und darauf geschissen habe, dass ich richtig nass werde. So, jetzt geht's ins Bett. Es ist 11:45. Das gilt gerade noch so als Spaziergang heute. Morgen machen wir das anders. So, hab gerade die Meditation hinter mich gebracht. Ich habe die letzten beiden Male habe ich nicht dokumentiert. Nicht, weil ich es vergessen habe unbedingt, sondern weil es war jetzt nicht unbedingt, die Veränderung war jetzt nicht groß. Also es war die letzten beiden Male vor diesem jetzt so wie das letzte Mal, dass ich dokumentiert habe. Es war so nach so 20 Minuten war es, wurde ich ein bisschen hibbelig. Bis dahin war es eigentlich ganz gut machbar. Von meinen Gedanken loslassen ist immer noch ein bisschen schwierig. Aber jetzt gerade heute habe ich es gemerkt, dass es wirklich langsam immer besser wird, weil gerade heute war so die 30 Minuten habe ich auf einer Arschbacke abgesessen. Es war kein Problem. Also man merkt langsam Verbesserung. Ja, man merkt es auch im Alltag, ne? Also ich habe jetzt auch, ich glaube, die ersten beiden Male habe ich abends gemacht. Fand ich irgendwie kontraproduktiv, aber hat mir nicht so viel gebracht, weil am nächsten Morgen hatte ich dann nichts mehr von. Morgens ist schon besser. Tja, hinter mir erstmal das ungemachte Bett. Ja, letzter Tag Meditation habe ich jetzt hinter mich gebracht gerade. Und ich muss sagen, es ist echt im Laufe der Woche immer einfacher geworden für mich. Also die halbe Stunde war jetzt echt nichts mehr. Und es hat mir echt gut getan. Bin insgesamt entspannter. So, nach 7 Tagen Experiment, das ist jetzt schon ein paar Tage her, ist es an der Zeit, sich das Fazit des jeweils anderen anzuschauen. Also ich schaue mir jetzt das Fazit von Kevin an und dann gucken wir mal. Vorneweg, erstmal muss ich sagen, es war eine gute, schöne Erfahrung. Also die ersten Tage habe ich mich gequält, ist ein großes Wort, aber es ist mir nicht besonders leicht gefallen. Ich glaube, so ab dem dritten Tag hat es dann angefangen, besser zu werden. Ab Tag 6 ging es dann echt easy. Die letzten beiden Tage waren echt easy. Ich mache das jetzt auch weiter. Ich habe mir das schon gedacht. Vor 2 oder 3 Tagen habe ich ihn nämlich meditieren gesehen, als ich gerade das Haus verlassen habe. Und es war ja schon ein paar Tage, nachdem die Challenge beendet war. Und dann dachte ich schon, aha, habe ich ihn Schnein ins Rollen gebracht. Habe ich gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Danke, Jaco. Kein Problem, Kevin. Ich mache das gerne. Ich denke gerne für dich mit. So, Reaction. So, hallo, hier kommt mein Fazit. Hallo. Nach einer Woche. Und mein Fazit ist... War scheiße. Ich hab's verkackt. Ja. Okay. Ich bin 5 Tage, 30 Minuten am Tag spazieren gegangen. Den 6. Tag, da hatte ich sehr, sehr viel zu tun auf der Arbeit. Und am 7. Tag bin ich mit Freundinnen in den Urlaub gefahren. Und ich hatte mir aber vorgenommen, dass ich quasi diesen 6. Tag so ein bisschen mir durchgehen lasse und dann aber im Urlaub mit meinen Freundinnen trotzdem diese halbe Stunde am Tag spazieren gehen. Ist ja kein Problem, man hat ja frei. Man kann ja morgens aufstehen und erstmal eine halbe Stunde spazieren gehen, bevor man sich mit den anderen trifft. Habe ich aber nicht gemacht. Das ist auch so ein bisschen das Fazit, was ich aus dieser Woche schließe. Aber ich dachte, es geht nur ums Rausgehen. Ich dachte, ich gehe einfach jeden Tag eine halbe Stunde raus und mach dann da draußen die Erfahrung, die wichtig für mich ist. Aber ich bin sogar noch einen Schritt weiter davor. Ich habe gemerkt, dass ich unfassbare Probleme damit habe, mir eine halbe Stunde Zeit am Tag für mich zu nehmen. Mir Zeit zu nehmen, die nicht leistungsorientiert ist. Und es hat mich sehr verwundert, weil ich früher sehr gut da drin war, mir Zeit für mich zu nehmen. Und ja, es hat mir einen kleinen Spiegel vorgehalten. Ja, es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Und ich war gestern das erste Mal wieder eine halbe Stunde spazieren, weil ich mir vorgenommen habe, das jetzt weiterzumachen
um das zu lernen. Ah, noch eine weitere Sache. Gibt es Leute unter euch, die jahrelang, vielleicht auch schon seit sie sehr jung waren, geraucht haben und aufgehört haben? Ich habe früher diese Sucht, also ich habe aufgehört, diese Sucht immer als Grund gehabt, Pausen einzuleiten. Also meine Sucht hat mich dazu gezwungen, eine Pause zu machen. Und das mir jetzt erst nach einem Jahr Rauchstopp bewusst geworden, dass es mir unfassbar schwer fällt, diese Pausen einfach so zu machen. Ja, aber das war ja auch ein bisschen so meine Intention, dass sie mal wieder ein bisschen Zeit für sich selber nimmt. Aber es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass da eine Erkenntnis stattgefunden hat durch meinen Vorschlag. Los, Alter. Und willst du das nochmal machen mit mir? Wir haben eigentlich alles gesagt, was man dazu sagen kann. Das war der erste Teil unseres neuen Formats. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr könnt sehr, sehr gerne in die Kommentare eure Vorschläge auch schreiben. Also eigentlich das Format. Ja, gerne Vorschläge. Sehr gerne. Also natürlich soll die Idee für den anderen immer von uns kommen, weil wir denken, es ist gut für den anderen. Aber es ist ja trotzdem inspirierend, sich Vorschläge von anderen Leuten reinzuholen, was ihr vielleicht gerne mal sehen würdet, was eingeflochten wird. Einige von euch haben ja auf Instagram mitgemacht. Bitte, bitte schreibt eure Erfahrungen unten rein und tauscht euch aus. Da bin ich echt gespannt drauf, ja. Genau, und schaut bei Instagram vorbei. Wenn ihr das nächste Mal mitmachen wollt, dann rufen wir dazu auf. Außer ihr habt die Instagram-App noch nicht, dann ladet sie bitte nicht für mich runter. Denn ich möchte nicht verantwortlich dafür sein, dass ihr euer Leben genauso zerstört, wie ich es mit dieser App getan habe. Ja, sorry, ich bin es körperverletzend, jemanden dazu zu bringen, Instagram runterzuladen. Ansonsten könnt ihr auch immer mitmachen, wenn ihr hier das auf YouTube seht. Zum Beispiel ab jetzt. Ihr könnt die Challenge ab jetzt machen und dann in 7 Tagen hier unten eure Kommentare reinschreiben. Das war's. Alles gesagt. Tschüss. Tschüss, einfach ciao. Sag ich jetzt immer abends, wenn ich einschlafe. Tschüss. Tschüss. Hast du gestern Abend? Ich sag's jeden Abend. Nein, das hast du erst einmal getan. Nein, das hab ich schon 10-mal gesagt. Das weiß ich, weil ich 10-mal im Bett lag und mich selbst so witzig deswegen fand. Naja, wäre beim 2. Mal eh nicht mehr witzig gewesen. Hä, voll. Ach so, ja, das erzähle ich dir nächstes Mal, wenn ich dir zum 10. Mal denselben Witz erzähle. Ihr seid süß und klein. Da sitzen 2 Muffins im Backen. Ach, halt deinen Maul. Bis nächstes Mal, ihr seid süß und klein.